Unter dem Sattel von Marco präsentiert sich hier die Kopfnummer 22. Burberry ist der Name dieser gerade dreijährigen Stute, abstammend vom Rittigkeitsvererber Benicio. Gezogen wurde Burberry von Maria Leusmann aus Rheine aus der Verbandsprämienstute La Bella Luna von Laudabilis, Ferragamo und Ehrentusch. Sie ist ausgezeichnet bereits mit der Staatsprämie und legte ihre Zuchtstutenprüfung mit einer Note von 7,84 ab. Diese Mutter, Verbandsprämienstute La Bella Luna von Laudabilis, bereits wohl bekannt hier auf dem westfälischen Auktionsplatz, 2021 brachte sie mit Diamonique von Don Noblesse die Preisspitze der Herbstauktion mit 202.000 Euro. Aber auch die zwei Folgeschwister hier von Burberry, einmal Blinding Light von Benicio, 106.000 Euro auf der Herbstauktion 2020 und Belvie von Benicio, 126.000 Euro im Oktober 2019. Ebenso zu erwähnen, Dior von Don Noblesse, auch über die Elite-Auktion verkauft, an Fabienne Lüttgemeier und erfolgreich in internationalen Inter-1-Prüfungen. Machen Sie sich nun ein Bild von diesem bewegungsstarken Nachwuchspferd, dreijährig diese Stute. Unter dem Sattel von Marco wird sie präsentiert, heute im Training, kommentiert von Oliver Ulrich. Ja, hier haben wir eine wirklich sehr, sehr typische Tochter des Benicio, dreijährig. Mach's gut, Marco, schön den Fleiß so mitnehmen. Gut. Ich denke, dann können wir schon ruhig auf den Zirkel gehen, dann einmal schon mal gleich Galopp entwickeln. Auch mit dieser Dreijährigen wollen wir gar nicht zu viel machen. Es geht ja nur darum, dass Sie einmal so einen Eindruck bekommen, wie die Pferde sich im Training hier so anbieten und anlassen. So, genau. Gut, ne, dann gleich ruhig ganze Bahn, Marco. Gut, nehmen wir das so schön ein bisschen mit nach vorne. Ja, diese Benicio-Nachkommen bestechen ja immer durch die Ausgeglichenheit in den Grundgangarten. Sieht man auch hier, Trab und auch der Galopp in der wirklich guten Qualität. Viel ins Bergauf mit schönem Raumgriff. Gut, Marco, dann einmal Handwechsel. Dass wir dann einmal auf der rechten Hand gleich Galopp entwickeln. So schön das Tempo mitnehmen. Gut. Jawohl, gut, ne? Macht auch diese Übergänge schon recht routiniert und ganz gut in der Balance. So, schön das so mit nach vorne nehmen, Marco. Nächste lange Seite, ruhig einmal eine kleine Idee mit nach vorne. So, ja, auch das ist schön in der Haltung da jetzt, gar nicht höher im Genick, schön offen halten. Dann auf den Zirkel, dann Übergang zum Trab, dass wir dann einmal die Zügel aus der Hand kauen lassen. So, genau, ne, immer wieder sehen, dass sich da auch schön dehnt. Ne, dass der Hals dann immer noch länger wird. Da muss man bei ihr ein bisschen drauf achten, dass die Halsung genügend Länge bekommt. So, aber man sieht, dass sie fängt jetzt an, dass sie der Reiterhand schon schön folgt und ist da auch sicherlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann gleich Übergang zum Schritt. So, ne, genau. So, gleich schön nach vorne im Schritt. So, siehst du wohl, ne? Da sieht man, wie dich in allen drei Grundgangarten mit genügend Qualität ausgestattet, dieses Pferd. Unheimlich charmant, mittleren Rahmen stehend. Gut. Gut, Marco, ich denke, dann soll das genügen mit dieser dreijährigen Tochter des Benicio. Dankeschön.